er das? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Wie? Wieso denken Sie, er würde mir glauben? Sie bringen ihm Beweise. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen herhabe. Es wird Chaira entlasten und den Elcor überzeugen. Okay. Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Er ist ein Elcor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Chaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Kaum zu glauben, dass sich ein General wegen einer Frau so aufregen kann. Das liegt nur daran, dass Sie die Frau nicht verstehen, Kaidan. Diesen Elcor haben wir ja schon getroffen, der hat es schon erzählt. Gut, dann haben wir dem sein Problem auch schon gelöst. Jetzt sprechen wir noch mit Harkin. Allianz Militär. Ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadell-Sicherheit. Der größte Fehler meines Lebens. Können Sie mir helfen? Harkin, richtig? Ich hörte, Sie können mir helfen, jemanden zu finden. Einen Officer von der Zitadell-Sicherheit namens Garrus. Garrus? Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Gibt es etwas, das ich über den Captain wissen sollte? Der Captain war früher ein Spectre. Das wussten Sie nicht, was? Oha. Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt der Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Woher weiß er das? Sie sagten, Sie hätten alles vertuscht. Wie haben Sie davon erfahren? Ich arbeite seit 20 Jahren hier auf der Zitadelle. Die Leute auf dieser Station reden gern. Geheimnisse sind wie Herpes. Wenn man sie einmal hat, kann man sie auch gleich verbreiten. Lol. Ja, widerlich. Sie sind ein Schwein. Ist Ihnen eben aufgefallen, was? Aber deswegen bin ich nicht hier. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist. Garrus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Ich verschwinde. Mehr wollte ich gar nicht. Ja, gut, gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Ja, besauf dich nur weiter. Warum hat Captain Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Vielleicht stimmt es nicht. Harkin ist ein Arsch. Ich wette, der spielt nur mit uns. Vermutlich haben Sie recht. Trotzdem würde ich... Nee, redet ruhig weiter. Cool. Kann ich da das Teil da nehmen? Bezirke? Medizinische Klinik. Wo bin ich jetzt? Oh, medizinische Klinik, obere Märkte, Gasse. Okay. Oh, wir sind ja gleich hier. Hier wollten wir hin. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund und wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Headshot. Bam! Die Granaten sind witzig. Ja, yeah, Garrus. Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn.
Guter Schuss. Sie haben ihn sauber getroffen. Manchmal hat man Glück. Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Wir können Sie beschützen. Ich weiß, dass diese Leute Sie bedroht haben. Aber wenn Sie uns sagen, für wen Sie arbeiten, können wir Sie schützen. Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Quarianerin? Welche Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Reden Sie und weit. Dann? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Beweise. Sie muss einen Beweis dafür haben, dass er ein Verräter ist. Hat die Quarianerin etwas über Saren gesagt? Oder die Geth? Das hat sie. Die Informationen, die sie anzubieten hatte, hatten etwas mit den Geth zu tun. Sie muss Saren mit den Geth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Wir müssen sie finden, auf jeden Fall. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Warum? Nee, das hat man ja schon mal. Okay. Willkommen an Bord, Garrus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben ihn in der Bar gesehen. Ja, er könnte uns nützen. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen. Los geht's. Cool. Jetzt kann ich die Leute auswählen, wen ich mitnehme. Okay, der rote Balken bedeutet... Naja, da sieht man's. Kampfstärke, lila Techstärke und... blaue Biotik. Ah ja, er ist ein Wächter. Er hat Hälfte Biotik, Hälfte Tech. Halbe Sache, naja. Er ist Hälfte Soldat, Hälfte Techniker. Und eine Soldatin. Nehmen wir die und den neuen hier. Ja. Annehmen. Garrus. Abtrünnig. Ich habe Ihnen nie gedankt, dass Sie mich aus Fists Klauen gerettet haben. Ich weiß nicht, was ohne sie passiert wäre. Gern geschehen. Ja, gern geschehen. Ich bin nur froh, dass Sie nicht verletzt wurden. Ich auch. Wollten Sie sonst noch etwas? Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Mein Vater war Arzt bei der Allianz. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuhalten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Okay, was kann Zeigen bei Sie kaufen? Mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Okay, was ist das? Medi-Exoskelett. Klasse Sache. Ah ja, kann man da etwa... Stufe 8. Was ist denn das Niedrigste? Plus 1 Gesundheitsregeneration. Kosten 1. Plus 1 Kosten 70. Das kostet schon 700. Okay, da kann man sich immer mehr steigern. Ich nehme mal sowas. Kaufen. Ich kann es nicht zweimal nehmen. Naja. Das kann vielleicht einer gebrauchen hier. Jemand, der nicht heilen kann oder keine Regenerationsfähigkeit hat. Nee, hier muss ich nirgends hin. Schöne Aussicht. Sieht aus wie eine riesige Metropole. Bezirke. Wohin muss ich... Ja, genau, zu Fist. Koras Nest. Halt, nein, nicht zu Fist.
Das war falsch von mir. Ich muss zu C, Sicherheit. Erste C, Sicherheit. Bezirkszugang, Botschaften. Ich hätte gedacht, das ist jetzt hier irgendwo. War das nicht hier irgendwo? Also C, Sicherheit. Ja. Zum Bezirk, City, Zitadellturm. Ey. Ne, mit der kann ich noch nicht reden, weil ich habe deren Problem noch nicht gelöst. Halt doch, freilich, ich habe deren Problem schon gelöst. Mit dem kann ich auch schon reden. Wo? Nein, ich bin hier falsch. Wo ist denn hier das Zitadell-Zeugs? Zricke vielleicht doch? Vielleicht doch bei Cora's Nest? Ich wollte zu diesem Rex? Nee, da komme ich bloß zu den oberen Märkten. Und die oberen Märkte haben auch keine C-Sicherheit. Bin ich schon da? Zum Präsidium ins Flux. Hey, das habe ich schon gehört. Genau, da kommen wir auf der anderen Seite runter. Da will ich hin. Zur Akademie. Da ist ein Keeper. Yeah. Gescannt. Wo bin ich jetzt? Okay. Zum Präsidium. Ich möchte nach rechts und dann darunter. Mach dir nichts vor. Es ist noch größer, als es von hier aus aussieht. Woher willst du das wissen? Ich habe eine Besichtigungstour gemacht. Ich war einer von 500 Gästen, tolle Sache, die sich die Ascension ansehen durften. Wirklich? Die Tour ging über 6 Stunden und wir haben nur ein Zehntel des Schiffes gesehen. Ach, das ist dieses riesige Flaggschiff. Die Matriarchin Lidania? Du hast sie getroffen? Die Matriarchin? Sie hat die ganze Tourgruppe begrüßt. Aber ich stand ziemlich nah an ihr. Erfahrung, dein Keeper. Hey, ich kenne sie. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich habe das Monument auf Akuse gesehen. Dort gibt es einen ganzen Abschnitt über sie. Unglaublich, dass sie überlebt haben. Offenbar haben sie einen Fan. Tut mir leid. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich sie mal persönlich treffe. Ich heiße Lang, Officer Eddie Lang von der Zitadellsicherheit. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Was machen Sie hier unten in den Bezirken? Kann ich Ihnen helfen? Will ich irgendwas wissen? Nein, ich will eigentlich nichts wissen. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Ja, man sieht sich, Commander. Okay. Wo laufe ich denn hier entlang? Oh. Ja, immer zur Akademie. Ich will diesen Rex haben. Ah ja, Aufzug fahren. Garrus, hast du was zu erzählen? Geht's nach oben oder unten? Nach oben aus. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Investoren. Wie nennt man das wohl? Was kommt nach Makroökonomie? Gigaökonomie? Okay. Da haben wir was. Schon Ausrufezeichen.
Rex, hey, den wollten wir doch treffen. Zeugen haben ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es versuchen. Nur weiter. Raus hier. Kenne ich Sie? Ich heiße Shepard. Ich heiße Shepard. Ich suche Fist. Dachte, Sie wollten vielleicht mit. Shepard? Commander Shepard? Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Wir sind beide Kämpfer, Shepard. Ich gebe Ihnen respekthalber genügend Warnung. Ich bringe Fist um. Fist weiß, dass Sie kommen. Gemeinsam haben wir bessere Karten. Mein Volk hat ein Sprichwort. Finde den Feind deines Feindes und du findest einen Freund. Willkommen. Schön, Sie bei uns zu haben, Rex. Gehen wir. Fist soll nicht warten. Oh, okay. Rex ist also, wie heißt es, ein Frontsoldat. Teilweise hier Soldat und teilweise Biotik. Nehmen wir noch Vakarian mit. Annehmen. Ein Riesen. Gibt's hier noch? Hier gibt's einiges. Ja. Aber jetzt müssen wir woanders hin. In die Bezirke. Koras Nest. Sie sind beim Herrenclub angekommen. Und an dieser Stelle möchte ich mich bedanken, dass ihr zugesehen habt. Ich werde jetzt eine Pause machen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also bis dann. Ciao!